von der Region für die Region. Hallo und herzlich willkommen bei Kufstein TV. Schön, euch wieder begrüßen zu dürfen. Wie gewohnt starten wir in dieser neuen Ausgabe mit unserer Programmübersicht. Sportlich. Das beliebte Feriencamp vom SC Münster ging in eine neue Auflage. Stürmisch. QTV begleitet die Firma Haus- und Gartenprofi beim Notdiensteinsatz. Schroff. Mit die Siebtelbauern gab das Theater Ruhm einen spannenden Alpenwestern zum Besten. Spritzig. Zwischen 2.000 und 3.000 Metern Höhe bot der Gletscher Trailrun wieder sportliche Höchstleistungen. Das Feriencamp vom SC Münster ist für fußballbegeisterte Kinder jedes Mal wieder ein absolutes Highlight. Dabei geht es nicht nur um sportliche Betätigung, sondern auch um Zusammenhalt und Spaß an der Sache. Unser Bericht gleich nach der Werbung. Egal, ob Sie Filme streamen, im Internet shoppen oder an Online-Meetings teilnehmen. Surfen Sie unbeschwert im Netz mit den unschlagbaren Tarifen von Kufnet. Das ultraschnelle Internet überholt alle und kommt bis zu Ihnen nach Hause. Abwechslung und Action sorgte das bunte Nachmittagsprogramm mit Riesenwutzler, Fußballtennis und Speedradar. Ich mag am liebsten die Fußballstation. Und ich habe die Zeit 23 km/h geschafft. Da habe ich 22 geschafft. Wir hoffen, dass wir heute auch noch eine kleine Runde mitspielen dürfen. Und wir wollen ja nicht nur das Finanzielle in den Vordergrund stellen, sondern wir wollen die Vereine auch tatkräftig unterstützen und haben uns heute freigenommen, um uns das ein bisschen anzuschauen vor Ort. Und es freut uns sehr, dass die Vereine in Tirol so stark von ehrenamtlichen Leuten unterstützt werden. Und deshalb sind wir auch da und unterstützen wir das gerne. Wir haben wirklich zweite Mal unser Feriencamp jetzt. Wir haben Sportplatz in Münster mit 60 Kindern heuer. Das ist wirklich ein toller Erfolg. Und das zeichnet heute halt wieder den SC Münster aus, weil wir einfach unser Standbein oder unser wichtigstes Standbein ganz einfach der Nachwuchs ist. Vormittag ist eigentlich reines Fußballtraining angesagt. Das heißt, von 9 Uhr bis ca. 12 Uhr wird in den einzelnen Gruppen, in den einzelnen Altersklassen richtig Fußball trainiert, sprich Technik und spielerisch das Ganze gemacht. Nach dem Mittagessen können sich die Kinder dann austoben. Da ist dann eher Spaßfaktor angesagt, dass sie ein bisschen sich austoben und ein bisschen lockern das Ganze und damit die Trainer ein bisschen Spaß haben können. Neben der Vermittlung von grundlegenden technischen Fähigkeiten wie der Ballannahme, dem Dribbling oder dem Torschuss steht vor allem der Spaß im Vordergrund. Mir
habe, das ist am besten mit dem Fußballtennis fallen. Am meisten taugen mir die Spiele und die Match. Am meisten Spaß macht mir der Speedradauer. Tore schießen. Der Fußballverein SC Münster hat sich die letzten Jahre extrem entwickelt, vor allem entwickelt im Nachwuchsbereich, extrem viele Nachwuchsspieler und absolut eine gelungene Veranstaltung. Allen vielen Dank, die was das zustande gebracht haben, die Organisation übernommen haben, vor allem den tollen Sponsoren, die was das im Hintergrund auch mitfinanzieren. Also heuer 60 Kinder habe ich gehört und letztes Jahr schon 40 Kinder. Es werden immer mehr. Wir haben eine Riesenfreude und unterstützen das ganze Projekt natürlich mega gerne. Und mir ist es ein besonderes Anliegen als Münsterer, gell? Hohen Respekt, muss ich sagen, vor dieser ganzen Woche. Die Trainer, die sich da bereit erklären, die Kinder zu trainieren. Ja, wir haben verschiedene Stationen da für die Kinder aufgebaut. Einmal haben wir ein Speedradar da, wo die Kinder Geschwindigkeit messen können, wie schnell sie laufen, beziehungsweise Schussgeschwindigkeit natürlich auch messen kann. Wir haben eine Torschusswand da, wo sie Punkte sammeln können. Wir haben ein Foninho-Feld da, wo sie natürlich das 1 gegen 1 gut lernen und Fußballtennis haben wir auch da, damit sie sich einfach nachmittag ein bisschen austoben können, die Kinder. Also sehr Spaß macht mir der Riesenwutzler da hinten. Aber es macht immer Spaß, mit anderen Leuten zu spielen. Ich finde es cool, dass man andere Trainer kriegt und dass es einfach macht Spaß. Und das Coolste sind immer die Nachmittage. Ganz besonders freut uns, dass wir das Feriencamp komplett in Eigeninitiative, natürlich mit Unterstützung unserer Sponsoren, auf die Füße stellen können. Ganz besonders hervorheben möchte da unseren Nachwuchsleiter, den Benny Stabenteiner und seinen Stellvertreter, den Manuel Stoffanella, die das Ganze organisieren, aber auch unsere Trainer, die das ehrenamtlich machen, die wirklich da die ganze Woche am Platz stehen, die Kinder betreuen, nicht nur Fußball spielen und trainieren, sondern auch für Spaß und gute Stimmung sorgen. Das nächste Feriencamp vom SC Münster findet 2024 statt. Das Team von Kufstein TV kann es kaum erwarten. Bei den Unwettern der letzten Zeit bleiben Sturmschäden über kurz oder lang nicht aus. Doch was soll man tun, wenn die Verwüstung überhand nimmt? Die Firma Haus- und Gartenprofi aus Epps ist auf derartige Fälle spezialisiert. Wie das genau abläuft, sahen wir uns hautnah an. Nächste Woche auf Kufstein TV. Die Firma Haus- und Gartenprofi wurde 2013 in Epps gegründet und steht seitdem für Qualität, Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit. Mehr als vielseitig sind dabei die Einsatzgebiete der Facharbeiter. Die Firma Haus- und Gartenprofi hat sich neben dem Hausmeisterservice und dem Gartenbau ein weiteres Standbein gesichert. Das ist bei uns der Notdienst und das sieht man gerade bei so Sturmschäden wie hier, dass wir mit unserem Equipment da gleich da sind und das alles beseitigen können. Heftige Unwetter können besonders im Sommer große Schäden an Bäumen anrichten. Hat ein Sturm Äste beschädigt oder ganze Baumteile runtergerissen, besitzen die Haus- und Gartenprofis das nötige Equipment und Know-how. Wir sind heute hier beim Innkraftwerk in Epps. Wir tun die Sturmschäden aufarbeiten von letzter Woche. Alle Bäume und Stauden, was in den Radlweg eingefallen sind, da mal weg, damit ein sicheres Überqueren sichergestellt wird. Wir haben das Bocchimobil dabei, mit dem fahren wir Vieh, schauen, wo die Schäden sind. Fahren mit dem Traktor nach, schneiden sie um die Schäden, falls sie nicht umgefallen sind, legen sie mit dem Kran auf, liefern sie zum Deponieplatz vom Kraftwerk und dann werden sie zum Kraftwerk gehackt.
Beseitigung von Sturmschäden ist selbst für die Profis ein umfangreiches Unterfangen. Man unterschätzt jetzt vielleicht die Arbeit, aber wir werden so 3 bis 4 Tage brauchen. Das sind doch ein paar Kilometer von Kufstein bis zum Kraftwerk in Oberwaldorf-Ebs. Der Job ist erledigt, doch der nächste Auftrag wartet bereits auf die Haus- und Gartenprofis. Das Ebser Unternehmen ist Ihr verlässlicher Ansprechpartner für jegliche Sturmschäden. Weitere Informationen unter www.haus-gartenprofi.at. Die Siebtelbauern ist ein hochgelobter österreichischer Film, der 2001 zum ersten Mal auf eine Theaterbühne gebracht wurde. Über 20 Jahre später widmet sich das Theater Rom dem ergreifenden Werk von Stefan Rusowitzki. Die Siebtelbauern, das neue Stück vom Theater Rom, basiert auf dem gleichnamigen österreichischen Film aus 1998. Ist der Mensch nicht sonderbar? Zumindest ich komme mir so vor. Denn jetzt, wo ich alt bin, lasse ich Erinnerungen zu, die ich früher bewusst verdrängt habe. Eingebrannte, verdrängte Erinnerungen an damals. Damals vor 40 Jahren. Wie in einem Film ziehen sie an mir vorbei. Da sehe ich das Land, den Ort, den Hof. Alles noch gespeichert in meinem Hirn. Es ist schon eine Herausforderung, weil der Film natürlich andere Erzählebenen hat. Also es gibt da so eine Erzählerfigur, die 40 Jahre nach den ganzen Geschehnissen zurückblickt auf das, was so war. Parallel dazu wird natürlich dann im Film gezeigt, was war, und er redet sozusagen drüber, und das geht im Theater natürlich nicht. Und es wären riesen Monologe gewesen von diesem Menschen, der das erzählt, also einer der Knechte, der da zurückblickt. Und unser Regisseur, der Fabian Krametz, hat das dann aufgebrochen und im Prinzip diese Erzählerperspektive eigentlich jeder einzelnen Figur gegeben. Also es redet so jeder ein bisschen über sich selber. Und was wir noch haben, und ich glaube, das ist sehr besonders, ist, dass diese Erzählerperspektive eben dann nicht im Dialekt redet, als wie das Stück sozusagen läuft, sondern dann in die Hochsprache wechselt und dann wirklich man ganz klar sieht, jetzt ist Erzählung und jetzt ist gespielt. Und das ist, glaube ich, auch für das Publikum sehr interessant. Was liegt denn da schon wieder im Weg? Ah! Ah! Hilfe! Hilfe! Der Bauer liegt gemischt und da kann's was! Der ist tot. Tot. Mausgagerle tot. Stirbt der Bauer im Juli, dann mag Schnein graben, weil sonst stinkt er gleich, weil er Sturm im Oktober braucht er da im Winter kein Pullover. Du Zenzel, hol ihn schon Daumen und den Herrn Pfarrer und sag ihm, Bauern hat wer angestochen. Jawohl, angestochen soll ich sagen. Nicht angestochen. Sag einfach, dass er dort ist. Ja. Soll ich es im Totenkleber auch sagen, dass er angestochen ist? Ich meine, dass er dort ist. Freilich, frag nicht so deppert. Oder manchmal bauen ihn in der Saukiste nach. Schau, dass du weiterkommst. Eine Saukiste, da zu leicht fehlen. Schau, dass du weiterkommst, du Saukiste, du. Meine Rolle ist, sie ist die Magd am Hof vom Hillinger, der ja dann ermordet wird zu Beginn des Stücks. Und dann findet sie sich in dieser Situation wieder. Sie hätte die Chance, auszubrechen aus diesem Machtkonstrukt, wo sie ziemlich weit unten ist, eben als Magd. Und sie hat die Chance, jetzt eben Bauer zu werden, mehr Chancen zu haben, auch für ihr ungeborenes Kind. Und das will sie natürlich ergreifen, aber leider sieht sie sich konfrontiert von den Bauern im Dorf, die das natürlich nicht wahrhaben wollen. Ihnen allen vermache ich den Hof, das Land und das Vieh und alles, was im Haus ist, zu gemeinsamer Hand. Und hoffentlich schlagen sie sich gegenseitig tot, wenn sie drum streiten. Und die Nachbarn, die feinen Binkel, können mich auch am Arsch lecken. Und ich gehe jetzt in die Hölle. Schluss aus und Amen. Prost, Emmi!
Wir sind jetzt Bauern! Prost, Lukas! Ja, das schaut her, das sind die neuen Bauern! Prost, Bauern, auf die neuen Bauern! Gell, da schaust du jetzt ordentlich grantig, weil der Sepp ist jetzt kein Depp mehr, sondern auch ein Bauer. Amen und Prost, was heute nichts kostet. Bauern will's eh sein. Du und sie. Bauern. Einfach so. Verschwindet's von meinem Grund und Boden. Dein Wille geschehe, Danningerin. Auf geht's, Bauern! Wir gieren! Wir haben 31 Leute, die heuer spielen bei uns. Zusätzlich natürlich noch die Musiker, also wir sind so 23 da auf der Bühne. Ein großes Team im Hintergrund natürlich, was das ganze Technische anbelangt und die Regie und das ganze Team um die Regie, Bühne, Bild, Kostüme und so. Also ja, es haben schon sehr viele Leute sehr viel zu tun und es ist halt super, wenn man einfach so viele unterbringen kann, weil es ja jeder eigentlich gerne macht. Rechte wollen sie. Man stellt sich das einmal vor. Knechte mit Rechte, das darf doch nie und nimmer sein. Knechte als Bahn, da will ich mich überhaupt nicht ein. Drum kehrt die alte Ordnung wieder her. Bauernland in Bauernhand. Also, zahlt euren Obolus wie beschlossen. Sauft's, Bauern, sauft's. Das gehört halt begossen. Ah, das reimt sich ja. Prost! Dieses Testament lag ihnen schwer im Magen, den Bauern. Dienstboten, die von heute auf morgen ihresgleichen wurden? Einfach so? Und alle haben gedacht, das wird schon aus der Welt geschafft werden. Weil was es bis heute noch nicht gegeben hat, das darf es auch jetzt und in Zukunft nicht geben. So dachten die am Land. Die am Land. Am Land. Am 30. Juli sowie am 2., 4. und 5. August wird der Alpenwestern noch dargeboten. Karten sind erhältlich unter www.theater-rum.at. Nächste Woche auf Kufstein TV. Der Gletscher Trailrun im Ötztal gehört für Extremläufer zu den absoluten Highlights im Kalenderjahr. Heuer gingen mehr als 650 Teilnehmer aus 31 Nationen an den Start, darunter auch einige Tiroler. Wie es diesen erging, erfahren wir nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Hast du den tollen Fernseher? Ja, vom Elektrocenter Kufstein. Kennst du das gar nicht? Komm schnell mit, ich zeig dir das gleich. Bis zu 3000 Metern Höhe stand mit dem Gletscher Trailrun im Ötztal ein absoluter Pflichttermin auf dem Programm. In mehreren Disziplinen duellierten sich rund 650 Läufer aus 31 Nationen in der atemberaubenden Gletscherwelt. Also ich muss sagen, die Streckenänderung ist nicht unbedingt meine Stärke und deswegen haben wir jetzt spontan umgemeldet auf die 35 quasi jetzt und dementsprechend wird es ein bisschen länger, aber ich glaube, dass die Strecke auch ganz schön ist und es sind ja Teile gleich, Teile neu, von daher wird es nicht langweilig. Melina Vollmer aus Deutschland triumphierte bei den Damen im 42K-Lauf und holte dabei 21 Minuten auf die erste Verfolgerin heraus. Vier Strecken standen heuer zur Auswahl. Zusätzlich gab es den Top Mountain Run sowie einen Kinderlauf.
Ich denke, für andere Leute ist 62 Kilometer sicher extrem lang. Für mich ist jetzt schon eher ein Sprint. Also immer sagen, ich hatte meistens dann eher ein bisschen Probleme, den schnellen Läufer nachzukommen. Also bei mir geht es dann meistens ab 70, 80 Kilometer erst richtig gut. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich, mega zu laufen. Der Südtiroler ließ seinen lockeren Worten nur wenige Stunden später Taten folgen und gewann den 62K-Lauf in beeindruckender Weise. Mit einer Zeit von 6 Stunden, 33 Minuten und 11 Sekunden kam er über eine halbe Stunde schneller ins Ziel als der Zweitplatzierte. Alles perfekt jetzt. Und Wetter? Passt ja auch perfekt. Sehr gut. Eine besondere Attraktion war die 142 Meter lange Picard-Brücke. Auf einer Höhe von 2480 Metern mussten die Athleten schwindelfrei bleiben. Also ein super Erlebnis, sowas. Super, mega Wetter, kann man nicht sagen. Super gut, es ist so schön. Perfektes Wetter. Man kann es nur genießen. Königsdisziplin der Damen auf 62K setzte sich die Wahl-Kufsteinerin Esther Fellhofer durch. Ja, super, 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 super Strecke. Immer tolles Rennen, super Verpflegung, also wirklich, muss ich sagen, tolle Organisation. Geil. Brutal, aber richtig super. Gletscher Trailrun in Obergurgl war erneut ein sportliches Kräftemessen in beeindruckender Kulisse. Wir freuen uns schon aufs nächste Jahr. Liebe Zuseher, das war unsere Ausgabe für diese Woche. Vielen Dank fürs Einschalten und vergesst nicht, unsere Social Media Kanäle zu abonnieren für exklusive Inhalte. Bis zum nächsten Mal und alles Gute. Von der Region für die Region.